Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Pocket Edition. Jetzt werden sich vielleicht einige wundern, wieso Folge 1? Hä? Was ist denn jetzt los? Ja, ich habe mir gedacht, ihr habt jetzt ja wahrscheinlich schon, ich nehme jetzt gerade im Anschluss nach dieser Fail-Folge auf, in der die Map immer gecrashed ist und alles. Und da habe ich mir gedacht, ja, damit du überhaupt mal Videomaterial hast, machst du jetzt einfach schon mal eine zweite Map. Denn die erste, also unsere eigentliche Let's Play Map ist ja voll im Arsch. Und die Parallelstaffel Map, die bleibt halt Parallelstaffel. Und ich muss jetzt ja auch mal wieder, ich muss ja vernünftig hier wieder aufnehmen können. Und ich möchte wirklich die Vorteile der 0.9 Version auch ausnutzen können. Und ich möchte jetzt nicht mit einer Version, mit der 0.8.1er Map rumlaufen, die nicht unendlich ist, aber funktioniert. Aber auch nicht mit einer 0.8.1er Map, die unendlich ist, aber immer crasht und ruckelt. Weil irgendwas ist mit der Map ja nicht in Ordnung und deswegen habe ich mir gedacht, ich starte jetzt einfach nebenbei noch eine Map und ich werde jetzt erstmal sehen, wie ich das mit der anderen Map wieder in den Griff bekomme. Und ja, wie gesagt, das Let's Play wird jetzt nicht abgebrochen unbedingt, das andere, weil ich meine, da haben wir über 100 Folgen und das wäre echt schade, wenn ich das jetzt einfach so abbrechen würde. Es ist einfach erstmal pausiert, bis ich eine Lösung für die ganzen Probleme habe. Vielleicht kriege ich das ja selbst irgendwie hin. Ich muss mal sehen, irgendwas ist halt mit der Map nicht ganz in Ordnung und wir fangen jetzt hier gleich mal in der 0.9.4 Alpha Version eine neue Map an. Und wie gesagt, bitte, bevor jetzt hier das große Geschrei rum, Geschrei und Gehate und Dämonien losgeht, nein, die andere Map wird wie gesagt nicht gestoppt, sondern einfach erstmal pausiert, bis ich Lösungen für die ganzen Probleme habe. Ich meine, ihr wollt doch bestimmt auch 0.9.0 sehen und nicht die ganze Zeit eine 0.8.1 Map oder halt eine 0.8.1 Map, wo alle 10 Sekunden die Map crasht. Ich mache jetzt erstmal eine weitere Map und ich würde mal sagen, ich sage jetzt hier New Survival natürlich und die Map, die nenne ich jetzt einfach mal LP Staffel 3. Das wäre dann jetzt sozusagen die dritte Staffel. Ich meine, ich habe schon eine erste Staffel gemacht, da habe ich die Map ja gelöscht, aus Dummheit. Und die zweite Staffel, die ist jetzt halt erstmal pausiert und ich mache jetzt nebenbei noch eine dritte Staffel und ich meine, oder wie wollen wir die Map denn nennen? Wollen wir die wirklich... Ja, ich nenne die jetzt einfach LP Staffel 3, damit ich die auch wiederfinde. Ich könnte sie natürlich auch irgendwie anders nennen. Wie könnte ich die Map noch nennen? Ich überlege gerade mal. LP Staffel 3. Achso, doch, geht noch weiter. Brand. In... Ich würde noch Invasion dahinter schreiben. Invasion. Egal, ich lasse jetzt LP Staffel 3. Survival Create World. Und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, was uns da für eine Map erwartet. Und wir sind gejoint. Oha. Viel Grün. Da geht's ins Meer rüber. Da hinten ist ein Wald. Ich guck mal ganz kurz, habe ich jetzt... Jetzt ist die View Distance auch... Ja, jetzt ist die Grafik auf hoch. Und jetzt im Vergleich das mal mit der letzten PI-Folge von der Staffel, die ich jetzt da pausiert habe. Da hat alles geruckelt und gecrashed und hier läuft alles super flüssig und kein Crash und der lädt. Und das ist jetzt ja gerade echt unfassbar. Da muss irgendwas wirklich mit der alten Map sein, ich weiß nicht was. Und ja, wir sind hier auf einem neuen Fleckchen Abenteuer gelandet, sage ich einfach mal so. Und wir müssen natürlich sofort mit Bäume fällen beginnen. Bringt aber auch mal wieder Spaß, eine neue Map noch so nebenbei anzufangen. Wie gesagt, nebenbei erstmal. Die andere Map ist nur pausiert, das sage ich jetzt auch ein letztes Mal. Einfach nur bevor das Geschrei losgeht, wieso ich die andere Map denn jetzt einfach gestoppt habe. Das ist einfach nur eine Pause, bis ich eine Lösung für das Problem habe. Und wir fällen jetzt hier die Bäume ganz fröhlich. Würde ich mal sagen. Ich habe übrigens jetzt auch einen neuen Akku in meinem iPhone, das heißt, ich sollte jetzt länger aufnehmen können. Der alte war ja ziemlich im Arsch und ich habe jetzt einen neuen, weil meine Standby-Taste am iPhone war kaputt und habe ich Rebel geschickt und die haben mir kostenlos die Taste, das Kameramodul und den Akku ausgetauscht. Fand ich sehr geil, hat gerade mal 10 Tage gedauert und naja, jetzt habe ich halt hier wieder einen neuen Akku, richtig geil. Zieht zwar immer noch ordentlich Saft hier die Aufnahme, das ist unfassbar, wie HDMI einfach mal den Akku leer lutscht, aber er sollte jetzt eigentlich ein bisschen länger halten. Und ja, ich würde mal sagen, wir fällen hier mal den ganzen Baum. Wir können eigentlich jetzt auch schon mal anfangen mit den ersten Werkzeugen. Sonst dauert das ja hier Ewigkeiten noch, bis wir hier mal vorankommen. Ach, was mache ich denn hier? So, und das neue Crafting, das ist jetzt auch anders. Jetzt können wir hier hin. Da sehen wir jetzt, wenn wir auf diesen Button gehen, hier unsere Ausrüstung, wir haben überhaupt keine Rüstung an. Und hier können wir jetzt theoretisch Bretter craften, Oak Planks. Ich habe ja schon mal die Version ein bisschen angetestet. Und ja, dann können wir uns jetzt hier auch schon gleich ein Crafting Table und ein paar Sticks craften. Und dann würde ich mal sagen, ich baue mal eben den Crafting Table hier hin. Und jetzt craften wir uns schon mal gleich eine Axt, eine Spitzhacke und eine Schaufel. Eine Feldhacke können wir auch schon mal craften und ein Schwert natürlich auch. So. Dann baue ich jetzt schon mal hier wieder die Werkbank ab und fäll weiter Bäume.
Wir müssen unbedingt sehen, dass wir... Oh, wir müssen sehen, dass wir Schafe finden, ey. Mal ohne Witz. Das wäre ein bisschen blöd, wenn wir jetzt kein Bett hätten und wir... Und die Viecher, die greifen uns nachts schon wieder an und dann sehe ich wieder nichts und so. Das kennen wir ja. Soll ich den Baum jetzt wirklich komplett fällen? Da habe ich keinen Bock drauf. Aber ich fäll ihn jetzt komplett den Baum und da würde ich mir sagen, was wollen wir denn für ein Haus eigentlich bauen? Oder wollen wir jetzt irgendwo einen Unterschlupf reinbauen? Ich weiß es ja gar nicht. Denn ich weiß selber nicht, wie wollen wir das denn jetzt überhaupt machen? Ich kann ja auch nicht immer die gleichen Häuser bauen und alles. Bin mal ganz ehrlich. Ich baue eigentlich ja immer die gleichen Häuser und ein Riesenhaus wie eine Parallelstaffel möchte ich auch nicht wieder bauen. Huch, hallo? Wieso ging das denn jetzt gerade nicht, Leute? Hallo? Hallo? Mensch, Mensch, Mensch. Hallo, sag mal, willst du mich verarschen? Ja, gibt's doch nicht. Ja, irgendwie ist die Version verbuggt oder ich bin einfach zu blöd. Und ist die Axt schon kaputt? Hä? Ach nee. Ach, ich bin so blind. Ich bin blind. So, habe ich jetzt... Alter, das ist ja immer noch Holz. Was ist das denn für ein Monsterbaum? Mal ganz ehrlich, die wurden schon längst fertig gefällt haben. Oder wir müssen jetzt hier wieder einen Zug bauen. Ich krieg die Krise. Da hinten ist auch noch Holz. Da ist auch noch Holz. Das darf doch nicht wahr sein. Echt nicht. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Was ist das für ein Monsterbaum? Naja. Aber jetzt haben wir ihn jetzt gefällt. Ich sehe das auch. Ich sehe das hier schon wieder nicht. Mein Display ist schon wieder so dunkel eingestellt. Und ich habe keinen Bock, das jetzt auf hell zu stellen. Wegen dem Akku. Aber wie gesagt, ich habe hier einen neuen Akku. Müsste jetzt ja eigentlich besser laufen. Aber wir wollen jetzt nicht über Akkus reden, sondern wir wollen Minecraft zocken. Minecraft PI 0.9.4. Ist doch auch echt mal eine geile Sache, oder? Ich meine, wir haben jetzt endlich eine unendliche Welt, zumindest fast unendlich. Ganz unendlich sind die Maps ja nie in Minecraft. Irgendwo gibt es ja immer noch ein Ende. Aber da, bis wir das erreicht haben, das dauert ja Ewigkeiten. Und ja, jetzt sind wir hier schon mal ein Stück weitergekommen. Haben ordentlich Bäume gefällt. Und ich würde mal sagen, wie machen wir das denn jetzt? Ist ja auch ganz toll. Hier laufen keine Viecher rum. Ich hätte jetzt mal gerne mal ein paar Schafe hier gekillt, weil ich ein Bett haben möchte. Oder wir sollten vielleicht auch schon mal mit unserem Unterschlüpfchen anfangen. Oha. Was ist das denn? Ist das Kies, der eine neue Textur bekommen hat? Oder was ist das? Lol. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal Höhen. Das finde ich auch extrem geil. Dschungel! Ist da ein Dschungel da hinten? Ist das ein Dschungel? Da muss ich ja mal eben hinlaufen. Ist das ein Dschungel, wirklich? Oder ist das jetzt einfach nur wieder Roofed Forest? Junge, ich weiß es nicht. Ne, ich glaube, es ist Roofed Forest. Das ist kein richtiger Dschungel. Aber das sieht auch schon extrem geil aus, Alter. Die Map ist echt geil. Alter, das ist ja mal... Das ist mega. Das ist echt mega. Wo wollen wir unser erstes Haus spawnen? Ich überlege gerade. Ein Dorf! Oha, wie geil. Vielleicht können wir uns ja auch mal die Nacht erstmal hier aufhalten. Alter, wie geil. Das sind Kühe, die... Ja, die Kühe, die können wir schon mal schlachten für Leder. Zack. Aber wir sollten das wirklich langsam mal... uns ein Haus bauen oder einen Unterschlupf. Fleisch haben wir bekommen, aber kein Leder. Das ist natürlich auch super nett von den Kühen. Ich guck mal ganz kurz, ist hier was in den Öfen drin? Nee. Nee. Hätte ja sein können. Ja, aber ich würde mal sagen, wir fangen jetzt wirklich mal mit dem Unterschlupf erstmal an. Ist da noch ein? Ich glaube, das sind wirklich neue Rohstoffe hinzugekommen. Ich kenne das alles gar nicht. Können wir das mit einer Holzspitzhacke abbauen? Ja, das geht. Was ist das? Was ist das für ein... Was? Diorite, was ist das denn? Habe ich ja noch nie gehört. Lol. So, dann jetzt hole ich noch ein paar Steine und dann würde ich mal sagen, dann fange ich gleich schon mal mit einem kleinen Haus an. Nur das Problem ist, wir haben kein Bett. Das heißt, wir müssen wirklich heute Nacht gegen Monster kämpfen. Denn sonst haben wir nämlich ein Problem. Wenn wir das nicht machen, dann machen die uns platt, die Monster. Das ist natürlich, wäre natürlich sehr scheiße und irgendwie finde ich die Map richtig geil. Das finde ich richtig geil. Also wie gesagt, wahrscheinlich werden jetzt wirklich einige denken, oh, das ist doch voll scheiße, mach doch die andere Map weiter, das ist jetzt voll kacke. Und selbst wenn meine View-Zahlen jetzt in den Keller gehen, ist das egal. Ich muss hier leben, solange die andere Map nicht vernünftig läuft. Lol, solange die andere Map nicht vernünftig läuft, muss ich eine Alternative hier erstmal haben. Seit wann gibt's denn hier solche Brücken? Ist aber auch neu, ne? Und dann auch gleich Getreide und alles. Alter, das ist richtig geil, ey, das ist richtig geil, aber ich möchte mein Haus nicht, ich möchte das irgendwo da bauen. Ey, das mit den Dörfern ist ja so ein Hammer geil, da haben die ja auch schon wieder was verbessert. Oha, und ich glaube, es wird Nacht, oder? Cheate. Nicht Cheate mit im Sinne von Cheaten. Oh, ich gehe jetzt mal hier rüber und fange mal mit so einem kleinen Haus an.
Und ja, ich werde die Folgen wahrscheinlich in 15 Minuten schneiden, weil ich immer noch meinen scheiß Strike habe, der aber zum Glück am 10. August weg ist oder am 11. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Ich glaube, am 11. Am 11. August ist mein Strike weg und ab da kann ich wieder längere Videos hochladen. Das ist doch geil. Und ich glaube, Thumbnails kann ich dann auch wieder machen. Und da hinten ist ein Wasserfall. Alter, wie geil ist das eigentlich? Ja, aber wir sollten nicht nur sagen, wie geil ist das, beziehungsweise ich sollte nicht nur sagen, wie geil ist das, sondern ich sollte jetzt auch mal mitten im Haus direkt anfangen und das krass ist hoch. So, die Sonne geht schon unter. Scheiße. Wo fangen wir jetzt an mit dem Haus? Boah, das krass ist aber wirklich hoch. Ich kann mir nicht entscheiden. Vielleicht sollten wir auch erstmal warten mit dem Haus. Oder? Oder? Leute! Wäre ich hier fast reingeflogen. Da können wir später nochmal reingehen, das sind ja die ganzen Höhen. Aber ich find's echt geil, endlich mal Höhen in der Minecraft-Version. Aber jetzt müssen wir jetzt anfangen. Wir müssen jetzt mit einem Haus anfangen und ich überlege, ich glaube, ich baue das doch irgendwo hier. Das ist ein Villager. Ach Mensch. Kann man dich schon ansprechen? Ach, was mache ich denn hier? Ich glaube, das funktioniert so gar nicht. Ich weiß es jetzt überhaupt nicht. Ich baue jetzt irgendwo hier mal unser erstes Haus. Ich schau mal ganz kurz, tut mir leid, ich schau mal ganz kurz rein. Akku 70%, das zieht immer noch total viel Akku, muss man dazu mal sagen. Ich hatte vorhin, wo ich die Aufnahme gestartet habe, irgendwie 79% mehr so. Ich glaube, ich fange jetzt mit einer Bude wirklich mal an. Hier ist doch sehr schön. Da ist sehr schön. Ich schwimme da hinten rüber und fange da mit einer Bude an. Ist nur scheiße, dass ich jetzt wieder kaum was sehe. Ich hoffe, dass da jetzt nicht gleich so viele Monster sind. Und ja, ich würde mal sagen, hier fangen wir mit einem kleinen Haus an. Ich sehe überhaupt nichts. Soll ich das jetzt heller stellen? Zack, weißt du was? Dann lade ich den Akku halt gleich wieder auf. Das ist mir jetzt echt zu blöd. So, 2, 3, 4, 5. Ich würde mal sagen, erstmal so ein kleines Mini-Haus. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, das wird jetzt immer so ein bisschen ein anderes Haus als sonst werden, aber da fehlt es noch ordentlich, Holz. Habe ich überhaupt die Monster an? Was? Wieso habe ich die nicht an? Alter. Ich wundere mich schon, wieso hier keine Viecher sind. Jetzt spawnen die natürlich auch, da sehe ich schon Spinnen und alles. Alter. Das ist ja schon mal, das ist ja super. Skelett. Und wir haben nur ein Holzschwert. Scheiße. Und das ist ein Enderman. Es gibt Endermänner jetzt. Fug. Wo sollen wir denn jetzt Bäume fällen, wenn hier so viele Viecher sind? Da war irgendwo eine Spinne. Scheiße. Alter, da war ja... Das habe ich mal wieder Zeitverzögerung gehört. Da war von Enderman. Was sollen wir machen? Sollen wir jetzt gegen ein paar Viecher versuchen zu kämpfen? Da ist eine Spinne. Die sieht uns doch garantiert. Wo bist du? Oh, Alter. Wow. Alter. Ach, da ist die Spinne. Wow, ein Creeper. Wow. Weh, es sagt jetzt jemand, Brand, du bist voll der Schisser. Ich hab mich nur wieder so verjagt die ganze Zeit. Nein, bitte nicht explodieren. Oh, den Creeper, den haben wir schon mal gekriegt. Da kommt der Zombie angelaufen. Und ich hoffe, es wird schnell wieder Tag. Ich hab keinen Bock auf eine Monsternacht jetzt hier. Alter, ich will Bäume doch nur fällen. Sind da auch irgendwo Viecher? Ich glaube, ich wage mich jetzt einfach mal zu dem Baum hin. Ich versuche nicht irgendwie den Enderman anzugucken. Gut, den kann ich jetzt ja eigentlich fällen. Da ist jetzt gerade kein Viech in Sicht. Zumindest keins jetzt so richtig in der Nähe, was jetzt hier mal eben uns platt machen könnte. Also, Bäume fällen. Wir müssen jetzt ja mit dem Haus so rankommen. Natürlich soll das Haus erstmal aus Holz werden. Das können wir natürlich aber auch noch wieder ändern. Wir können das natürlich auch aus Stein oder was weiß ich was bauen. Ihr könnt da natürlich wieder mitentscheiden. Das ist ja ein gemeinsames Let's Play. Und ich würde mal sagen, ich mache 2 Folgen und dann... Dann mache ich erstmal eine Pause und warte erstmal gern eure Reaktion ab, was ihr überhaupt dazu sagt, zu der ganzen Sache mit hier Minecraft gerade. Und das gibt's ja nicht, ne? Ich habe das auf ganz hell gestellt und sehe immer noch nicht alles, wenn ich Bäume fälle. Das ist doch jetzt verarsche, oder? So, mal eben ganz kurz aus Interesse. 67%, das zieht... Huch, das zieht wirklich Akku, das ist nicht mehr normal. Aber okay. Wir craften jetzt erstmal hier wieder ordentlich Holzplanken und machen erstmal...